Heute war so ein Tag, da haben alle Leute, nein nicht alle, aber viele Leute haben gesponnen. Ich bin ganz viele Mal zusammengeschissen worden, weil das Zeug nicht läuft. Ich kann nichts dafür, aber es war so ein Tag. Und es ist ja zweimal Vollmond. Ich weiss nicht, ob heute oder morgen Vollmond, aber vielleicht spinnen die Leute wegen Vollmond. Aber das ist egal. Was ich heute gemacht habe, ist, ich bin auf Zürich und ich erzähle jetzt ganz schnell aber rein. Und zwar ist das Geschichte von The Cocktail, Zürcher, kleine Firma. Ich erzähle nicht allzu viel. Ich erzähle nur ganz wenig. Es kommt nachher im Blog in den nächsten Tagen noch ausführlicher. Aber die Geschichte von dem Ganzen ist, und das finde ich mega eine coole Idee, das sind vorgemixte Cocktails mit sehr guten Zutaten. Da gibt es 12 verschiedene und das hat einfach so den Vorteil, weil ich jetzt in meinem Tiny House wohne, dann muss ich nicht alle Zutaten haben und kann mir gleich mal einen guten Cocktail machen oder eben einfach einschenken am Abend. Ich erzähle dann noch mehr dazu. Jetzt gehe ich heim und dann gibt es noch etwas vom Tiny House. Ich habe ja da oben ein ziemlich grosses Fenster und es windet auch oft ziemlich fest da oben. Das hat man gesehen, wo die Tischplatte weggeflogen ist. Und ich hatte so ein bisschen Angst gehabt, dass mir irgendwann das Fenster kaputt geht. Und wenn ich dann so irgendwie mal eine Woche in der Ferien bin oder so, habe ich gedacht, es wäre wahrscheinlich gut, wenn ich irgendwie sehen würde, was da passiert. Darum habe ich da aussen eine Kamera installiert, weil ich das Tiny House anschauen kann. Und dann einfach, wenn zum Beispiel Burghild, auf jeden Fall der Sturm durchweht, kann ich schauen, ob das Fenster noch ganz ist. Die Kamera hat aber auch noch einen schönen anderen Effekt. Ich kann sehen, wie viele Leute das da jeden Tag kommen, schauen, was in dem Wagen passiert. Das ist Rückblick Januar. Der Vogel, den ihr gesehen habt, ist ein Zaunkönig. Und ich habe mega Freude, dass ich den hier auf Video habe, weil ich habe den jetzt schon 2 oder 3 Mal gesehen. Finde ich recht schön. Der wohnt wahrscheinlich irgendwo da in meinem Küchenmöbel oder irgendwo da in der Nähe. Das finde ich mega schön. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal noch so ein bisschen andere Tiere auf die Kamera habe. Irgendwie Füchse oder Igel oder ein Dachs oder so. Mal schauen. Wäre cool.